Moin Moin und herzlich willkommen aus Linkes Welt. Mein Name ist Linke und heute machen wir mal was anderes. Und zwar machen wir ja immer, während wir hier in der Halle basteln, noch Nebentätigkeiten. Und dem widmen wir uns heute mal in dieser Folge. Habt viel Spaß und bis später! So, als nächstes machen wir noch einen 7-Fensterwagen hier. Das ist eine der ersten Chargen von Trainline. Man sieht es auch noch an den alten großen Kartons. Hier waren die Scheiben auf der ganzen Seite lose. Die habe ich jetzt erstmal fixiert. Und dann geht der Umbau mit diesem Wagen weiter. Dann haben wir sozusagen unseren 6. fertig umgebauten Wagen inklusive Faust- und Salonwagen. Aber immerhin schon mal 6 Wagen, die komplett beleuchtet und besetzt sind mit Figuren, sodass wir dann auch irgendwann mal einen schönen Sonderzug auf dem Brocken machen können. Sonderzug mit Salon- und Faustwagen könnte ja auch eine schöne Variante sein. Ja, der ist jetzt mal ohne Werbung, aber egal. Wir haben jetzt hier noch, weil früher auch keine Toiletten drin waren in den Wagen, haben wir hier noch von Firma Feld einen Bausatz von einer Toilette, die nachher, wenn die ordentlich behandelt worden ist, hier einfach dann reingesetzt wird. Die werden wir aber farblich noch gestalten, dass sie auch passt. Und ja, die muss jetzt aber erstmal noch ein bisschen trocknen. Und dann wird es hier auch weitergemacht. So, nach gefühlten Ewigkeiten habe ich endlich mal das Ordnungssystem aus dem Keller hier rüber geholt und die Möglichkeit geschaffen, hier ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Außer jetzt mit den Dingen, die man jetzt hier noch werkelt. Ich bin jetzt schon bei einem Packwagen, den ich jetzt noch ein bisschen beleuchte und schön mache, damit wir auch unseren Zug hinkriegen. Hier habe ich ja auch noch den einen Wagen noch fertig gemacht. Das ist ein etwas zentralerer Wagen. Der steht jetzt schon im Paternoster. Der Gepackwagen ist der nächste und mit dem Harz-Adrenalin-Wagen habe ich dann einen kompletten Zug fertig. Mit Figuren und Beleuchtung und Anbauteilen. Ja, aber wichtig ist ja, dass die Lokwerkstatt hier bei mir endlich ein bisschen weitergegangen ist und wir hier ein Ordnungssystem zum Teil, das war ja aus dem Keller und das ist ja das Neue, was hier ewig rumstand, endlich an der Wand ist und man hier ein bisschen mehr Überblick kriegt. Viele Fächer sind noch leer, die kriegen wir aber noch voll, bin ich mir relativ sicher. Ja, schön. Habe ich nicht lange vor mir hergeschoben, jetzt ist erledigt, Haken hinter, super. So, jetzt ist auch der Packwagen fertig gestaltet und beleuchtet. Natürlich ist jetzt hier kein Personal drin, weil die Schaffnerin durch den Zug läuft. Aber so sieht es erstmal aus und der kann auch noch an unseren Zug mit angebaut werden. So, jetzt steht hier so ein Hasseröderwagen und wir sind mal wieder in unserer Lokwerkstatt. Und zwar haben ja manche Wagen, ich würde auch sagen, genau diese, haben ja Tische drin. Ja, ich habe da auch ein Foto, kann ich euch mal einblenden, mit diesen Getränkehaltern. Und da passen halt natürlich nicht diese Standardtische, die in den anderen Wagen sind, sondern ein paar haben halt richtige Tische. Diese möchte ich gerne aus dem Kunststoff bauen. Ihr seht hier auch schon so ein paar Varianten. Und einen habe ich schon mal so ein bisschen fertig gemacht. Der sieht jetzt so aus. Ja, mit dem Getränkehalter oben drauf. Ist natürlich nicht perfekt. Aber ich stelle mal kurz rein, wartet. Er ist jetzt nicht perfekt ausgerichtet, aber so soll es dann später aussehen, dass diese Tische eingesetzt werden. Ja, also eigentlich relativ passend und nah am Original, auf jeden Fall näher als diese Standardtische. Da versuchen wir jetzt alle 3 Hasseröderwagen, die wir haben, mit den verschiedenen Nummern damit auszustatten, dass es auch halbwegs vorbildgerecht verschiedene Wagen vom Innenleben gibt. Jetzt haben wir alle Tische für diesen Wagen fertig. Und von außen sieht er jetzt so aus und hebt sich schon beim Reingucken deutlich von den anderen Wagen ab. Jetzt mal gucken, wie wir den nachher noch bestücken. Aber erstmal müssen jetzt die Tische festwachsen und sich mit dem Wagen vereinen.
wir wollen jetzt diese Hasseröder-Wagen, wie wir schon letztes Mal gezeigt haben, umbauen und das Interieur anpassen. Und zwar kommen ja hier diese Tische rein, statt diesen, ne, nicht diese kleinen Tischchen hier mit den Aschenbecher oder Mülleimer drunter, sondern hier kommen ja richtige Tische rein mit Getränkehältern. Und die schauen wir uns mal an, wie wir die bauen. Ja, zunächst haben wir hier so eine Kunststoffplatten. Ja, die sind jetzt hier in Schwarz, gibt es aber auch verschiedene Farben. Und die sind 3 mm stark. Und die schneiden wir dann dementsprechend zu. Und zwar haben wir dafür ja hier unser, ja, wie soll ich sagen, unsere kleine Tischkreissäge. Und mit der schneiden wir solche Platten zurecht. Ja, die sind so knapp 3,2 mal, oh, lass mich lügen. Aber kann man ja hier rauflegen, wäre ja einfacher. Ja, also knapp über 3 cm und knapp über 2, also nicht 2,5 und nicht 3,5, sondern knapp drunter. Und dann schneiden wir hier so ein bisschen die Ecken ab, dass es so ein bisschen eine Rundung bekommt. Kann man noch ein bisschen runder machen. Dann schneiden wir so mit kleinen, die auch so knapp über 2 sind und knapp über 1,5 cm, kleine Streifen. Und dann noch zum Schluss machen wir so dünne Streifen, die wir dann auf 2,8 cm schneiden, um als Tischbein. Ja, dann wird diese Platte hingelegt. Dann wird hier an diese Platte so ein Tischbein angeklebt, dass das dann auch dementsprechend hält. Und hier wird dann in dieses kleine Teil mit dem Handbohrer werden dann 4 Löcher reingemacht, um dann ein solches Ergebnis hinzukriegen als Getränkehalter. Hier werden auch nochmal so 2 Ecken ein bisschen abgerundet und dann wird das alles bemalt. Ja, bemalt werden hauptsächlich diese Tischplatte mit so einem Holzbraun und dieser genauso, aber hier kommt nochmal mit Silber die Außenkante. Ich zeige euch das mal, wie es dann aussieht. Ja. Oben ist diese silberne Außenkante von dem Getränkehalter und der Tisch ist braun. Der Tischbein lassen wir, wie es ist, weil das sieht man sowieso nicht. Und die Rückseite, wo es angeklebt wird, auch nicht. Aber so sieht dann der Tisch final aus und kann dann dementsprechend ein bisschen originaltreu sein. Natürlich wäre cool, wenn man noch so ein Decal hier draufsetzen würde mit dem Streckenplan hier vorne, wie er auch im Original ist. Aber so weit geht unsere Detailverliebtheit noch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ansprechender aus, so ein Tischchen, also originaler aus, als diese kleinen Mini-Tischchen, die in allen anderen Wagen drin sind. Aber hier in den Hasseröder-Wagen wollen wir es halt dementsprechend halbwegs originalgetreu haben und dementsprechend kommen auch dann solche Tische hinein. Und das bauen wir dann jetzt in den Wagen ein. Und machen natürlich die ganzen anderen Arbeiten wie Zubehör anbringen und halt auch Figuren einbringen, Beleuchtung einbringen und so weiter. So, jetzt haben wir den Standardwagen geöffnet. Jetzt geht es erstmal daraus, die ganzen Stühle und oder Bänke zu entfernen, damit wir diese diesmal zum ersten Mal auch farblich behandeln. Denn die sind ja im Normalfall, das Polster ist ja rot, hier oben ist ein bisschen Silber. Und das wollen wir in diesem Fall halt mal auch angehen, dass wir mal gucken, wie das aussieht, wenn man hier einen Wagen komplett original versucht hinzubekommen. So, jetzt haben wir den Boden schon mal lackiert. Also der ist jetzt noch nicht ganz trocken, deswegen ist er noch so ein bisschen unterschiedlich. Aber der hat jetzt so ein Steingrau bekommen. Ja, da nehmen wir hier von Quell Aquacolor. Na? Da ist es, das Steingrau, das ist die Nummer 75 und haben jetzt auch schon mal mit einem Rot die Bänke lackiert, dass die dann nachher auch farblich sind und hier die erste haben wir auch schon mal mit einem silbernen Rand oben gemacht, das werden wir euch nachher nochmal im Detail zeigen, wenn es trocken ist. Ja, und dann kommen jetzt erstmal die Heizungen rein und dann kommen die Bänke wieder rein. Und dann kann
es hier auch schon weitergeht. So, die Stühle sind jetzt eingesetzt und lackiert. Das sieht doch schon wesentlich mehr nach Harzer Schmalspurbahn aus. Und jetzt kommen nur die Tische rein und dann ist der Innenraum bis auf die Figürchen auch schon abgeschlossen. Und da sind schon die Tischchen drin. Na, 11 kommen in so einen Wagen rein. Die halben Sitzplätze, die lassen wir mal frei. Und so sieht dann das Gesamtwerk aus. Und auch von außen macht es echt was her. Also gerade diese Färbung der Sitzbänke, muss ich sagen, bereue ich jetzt schon, dass ich es nicht bei allen anderen gemacht habe und auch den Boden nicht lackiert habe. Vielleicht gehe ich die nochmal an, aber erstmal jetzt für die neuen Wagen ist das, glaube ich, ein Pflichtprogramm. So, jetzt haben wir auch noch die Anbauteile und die Figuren hinzugefügt. Und das ist jetzt noch düster am Wagen, auch jetzt drücke ich auf den Knopf. Zack, da ist die Beleuchtung drin und man sieht hier auch die Figuren im Wagen mit den Tischchen, mit den roten Bänken. Eigentlich vollkommen und der Boden hat auch die richtige Farbe. Ja, also ich würde sagen, das ist der Wagen, der am nächsten schon mal ans Original rankommen wird. Und wir haben jetzt wieder eine Steigerung der Vorgaben, wie wir die nächsten Wagen dann auch gestalten werden. Ob mit solchen Tischen oder den anderen ist halt klar, je nach Wagentyp abhängig. Ne? Die Hasseröder-Wagen, ich glaube der Harz-Adrenalin-Wagen haben diese großen Tische drin. Ansonsten gibt es ja fast alle nur mit diesen kleinen Tischen. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus und der kann auf die Piste. Ja, der Waggonumbau, das ist schon ein recht wichtiges Thema für mich, weil ich halt schon so ein, zwei Flotten richtig schön haben will, also nach meinem Geschmack schön. Und dementsprechend werden die auch dem Vorbild recht nahe gebracht. Und da gehört natürlich auch zu, dass wir halt auch die Tische wie im Original dann auch einbauen und entwerfen. Finde ich eigentlich ganz cool gelungen. Bisschen ärgerlich ist halt natürlich, dass man die Farbe jetzt erst bei dem letzten Wagen mal probiert hat. Ja, ist natürlich schade. Muss mal gucken, ob man die anderen davor auch noch ein bisschen farblich gestalten kann, dass sie auch noch diesen Touch oder diesen Status erreichen wie die anderen. Ja, wir geben einfach alles. Das ist erstmal ein kleiner Zwischenstand von unseren Nebentätigkeiten, die wir so noch nebenbei machen, in Form von einer kompletten Folge, mal zusammengefasst, ne, dass jetzt nicht immer so diese Landschaftsbausachen so unterbrochen werden von diesen kurzen Wagen-Episoden. Das ist jetzt ein bisschen gesammelt gewesen. Nächstes Mal geht es wieder anders weiter. Bleibt gespannt. Bis denn, bleibt gesund und artig. Ja, bis denn, euer Klinke. Ciao!